Der Name nennt sich Tierpension Niederau. Das ist erstmal Pension, das ist die Hauptsache. Also Tiere in Pension nehmen. Das trifft hauptsächlich Heimtiere. Diese Leute, also wie Hund, Katze, Meerschwein, Kaninchen, Vögel. Was man abgibt, wenn man in Urlaub oder Krankenhaus, was täglich eine Futterversorgung braucht. Ja, und dazu kommt, dass nun das ganze Jahr Ferien sind und die Leute nicht das ganze Jahr wegfahren können. Deswegen auch Futtermittelverkauf, Zubehör, Vermittlung von Hunden, Tierheim, Tiertaxi, Geflügelhandel. Also alles, was irgendwie damit zusammenhängt oder in die Richtung geht. Ja, ich hatte als Kind schon Kaninchen und Tauben und Hühner und Enten und dann hat man später Ponys, Esel. Bin reiten gegangen, das heißt weniger reiten, sondern mehr voltigieren im Hengstgebirge in Moritzburg. Und dann Schafzucht und also immer mit Tieren zusammen gewesen und bin dort nie enttäuscht worden. Grundtiere, beziehungsweise Abgabetiere oder Ausgesetzte, das wird alles unterschieden immer. Und dann noch eigene Hühner, Enten, Schafe, also eine Schafzucht und Kamerun-Schafe. Und das ist schon Leben. Tja, ich habe angefangen hier diese Tierpension und Tierheim aufzubauen nach der oder zur Wende mit dem Ernährungswechsel, weil ein riesen Grundstück da war, über einen Hektar und irgendwas muss man ja damit machen. Da habe ich ein Hobby zum Buch gemacht. Da ist fürs Internet die Sachen fertig machen. Ja, die Hundtiere, die Hunde, die kommen dann fotografiert und kommen dann ins Internet. Er macht praktisch die Hundeschule, ja, weil das ist ja auch wieder ein Thema, wo ich zwar klarkomme mit den Hunden, aber ich habe nicht die Art, das haben Sie sicher schon gemerkt in der Zeit, den Leuten rüberzubringen oder zu erzählen, das ist so und das machen wir deswegen so und das machen wir so. Und das bringt er wieder. Den Leuten das zu erklären, warum das so ist. Aufarbeiten müssen, dass eben die ersten Menschen, mit denen die Beten Kontakt hatten, diese ganz richtig gemacht haben. Dann ist das zwar nicht ganz wieder auszuschalten, aber ich kann ihn zumindest wieder daran erinnern, wie das Familienleben bei Hunden überhaupt erstmal stattfindet.
dazu, dass wir uns gegenseitig abwursteln. Ja? So, und je inniger die Beziehung ist, umso mehr hat er natürlich auch die Chance mitzukriegen, was sagt jetzt meine Ordnung, was sagt mein Kreislauf während der Zeit. Das ist das, was er jetzt während der ersten 21 Tage von seiner Mutti gelernt bekommen hat. Sie haben es vielleicht gemerkt, wo der Chef den Hund fotografieren wollte, Halsband und Leine, kennen wir überhaupt nicht, da schreien wir also wie am Spieß. Und deswegen kommt also auch meine Einwirkung jetzt hier im Halsbereich und auch immer mal wieder über das Halsband. Das muss ich also nach und nach von gewöhnen, dass also dort auch mal physikalisch was an Signalen kommt. Und auf der Basis entwickelt sich also viel schneller eine Kommunikation zwischen Hund und Mensch, als wenn ich ihn jetzt an die Leine nehme und sage, du musst jetzt erstmal lernen, was Sitz und was Platz und was Fuß heißt. Denn das interessiert Hunde im Normalfall überhaupt nicht. Ja. Sondern sie wollen einen Sozialpartner, auf den sie sich verlassen können, der sich in der Welt ein bisschen auskennt und von dem sie praktisch Lebenserfahrung übernehmen können. Denn irgendwann werden dann auch die beiden mal so weit sein, dass sie eine eigene Familie eventuell gründen. Und dann müssen sie aufs Leben vorbereitet sein. Und im Leben hilft mir das überhaupt nicht weiter, wenn ich weiß, was Sitz und was Platz ist. Ich muss mich in sozialen Strukturen mit Menschen und mit Artgenossen auskennen. Ich muss wissen, was ich bei Problemen zu machen habe, was ich dann auch an meinen Nachwuchs im Prinzip beizubringen habe. Und das ist eigentlich viel entscheidender. Ich denke, ich würde es wieder so machen, weil wenn man die Entwicklung der Menschen und der Charaktere und der Verhaltensweisen der Menschen untereinander jetzt mitbekommt und dass das nicht besser wird, eher schlimmer, dann bleibt eine Verbindung zu einem Lebewesen immer reeller oder ehrlicher. Und das ist eben das, womit ich dann erfreuen kann.